Hey Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind im Snapshot 12W24A oder 12W24A. Und es gab einige Änderungen, nicht unbedingt viele, aber ja, schon einige. Zum einen mit der Ender Chest. Wir alle kennen sie ja. Mittlerweile ist sie nur noch für, ja, nicht mehr geteilte Kiste, also nicht jeder kann drauf zugreifen. Sondern jeder Spieler hat seine eigene Ender Chest. So in der Art. Also, jeder Spieler hat seinen eigenen Inhalt. Das heißt, man kann es auf Servern zum Beispiel nicht mehr teilen oder. Ja, ihr wisst schon. Und wenn man diese Ender Chest jetzt zerstört mit einer Spitzhacke, bekommt man 8 Obsidian. Das Enderauge fehlt, denn sonst wäre es ja gratis. Komplett gratis Transportationsmöglichkeit. Und erweitertes Inventar. Und das wollte Chap nicht. Hat es so gemacht, dass halt nur 8 Obsidian droppen anstatt dieses Enderauge. Und ja, keine umsonstige Enderkiste mehr. Jetzt muss man dafür im Prinzip zahlen mit Enderaugen. Und eine weitere Änderung ist das TNT. Macht jetzt auch so einen Rückstoß wie früher. Ich zeige es jetzt mal. Man kann jetzt so eine Art TNT-Kanone bauen. Ihr seht, ich fliege ganz schön weit hoch. Von diesen 4 Stück waren das jetzt. Und ich finde, dass es wesentlich stärker ist als früher. Und ja, kann ich nochmal hier zeigen. Ja, wie gesagt, wesentlich mehr Rückstoß. Ich find's genial, dass es. Oh. Teil. Ja, wie gesagt, ich find's genial, dass es in Multiplayer möglich ist. Beziehungsweise Singleplayer ist jetzt Multiplayer. Und es gab noch einige andere Bugfixes und Neuerungen. Unter anderem zum Beispiel, man kann jetzt Leute oder Spieler sein eigenes Minecraft-Save-File einladen. Also, man könnte praktisch in meinen Singleplayer-Welt. Einfach joinen. Oh, leck. Nice. Also, man könnte es einfach in dem Singleplayer-Welt joinen, indem man. Moment, das war. Slash. L. Schmann. Publish eingibt. Dann kommt das hier. So eine Meldung. Und dann könnte man im gleichen. Man muss im gleichen Internetnetzwerk sein. Also man könnte jetzt nicht einfach, was sehe ich, von irgendjemand einfach reinjoinen. Man muss im gleichen Internetnetzwerk sein. Und somit kann man praktisch im Spiel joinen. Vielleicht wird das später noch geändert, dass man von überall reinjoinen kann. Aber ich finde die Neuerung bis jetzt ziemlich geil. Es gibt auch viele Bugfixes und Neuerungen. Aber das war's im Großen und Ganzen von dieser Version. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.